Der hat nicht gesessen. Du kannst mich mal, du Sau. Er stirbt. Sag mal, ist der unsterblich? Okay. Wir müssten vielleicht mal was ändern. Nämlich das Zuggewicht. So, jetzt habe ich nur noch einen Fall. Egal, wir stürmen runter. Hallo, mein Freund. Gerade nicht sterben wollen und jetzt auf mich schießen, du Ratte, hä? Ah, nehmen wir fürs Erste das Pinchgewehr mit. Initialisiere. Feuer! Und es trifft nicht ein fucking Mal. Yay! Können wir irgendwie hochkommen? Das wäre toll, irgendwie. Wenn ich wüsste, wo der scheiß Eingang ist. Nee, unmöglich. Hier scheint aber kein Eingang zu sein. Er dürfte hier in der Mitte sein. Oh, Munition. Praktisch. Ja, scheiß auf Pinchgewehr, trifft eh nichts. Okay, ich stimme mal so ziemlich zur Mitte. Oh, das sind die Idioten. Boah, das war knapp. Komm schon. Will aber auch nicht drauf gehen. Er ist ein bisschen hart gepanzert. Meine Fresse. Da fahren wir das Ding ja schließlich. Wir müssen da rein. Wir müssen da rein. Kriegen die Scheiße auf. Irgendwo muss ein Eingang sein. Irgendwo. Mal hier so außen rum. Puh, ich würde eher mal sagen, von hier und dann da drauf, aber ich denke irgendwie viel zu kompliziert. 100 Pro. Wir müssen normalerweise viel einfacher da reinkommen. Prophet! Prophet! Wir haben Rush! Wir haben Rush! Wie cool. Ist dein Status? Konfus. Er redet nur wirres Zeug. Ich denke, er weiß nicht, wo er ist und wer wir sind. Aber körperlich ist er okay. Ich tippe auf eine Kriegsneurose. Er war immer mitten in einer Seth-Todeszone. Keine Ahnung, wie er das überlebt hat. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wow! Die Viecher schon mobil geworden, oder was? Okay. Schick. Na, jetzt auf mich schießen! So. Der lebt immer noch. God damn it. Wo ist er? Rauch würde ich nicht ewig schützen. Oh, da ist noch so ein Ding. Naja, stell deine Scheiße wieder auf, du feiges Mistding. Boom. Da kann ich den Knopf drücken. Auch Zeit. Wahrscheinlich muss ich es. Ja, hey. Hammer? Hammer. Hammer. Hammer auch. Hammer auch. Hammer. Geht doch. Archangel wird den Liberty Dome in 10 Minuten erfassen. Beeilung, Prophet. Ihr braucht hier oben mehr Männer. Die sind alle abgehauen. Das auf sie verlassen. Boah, fuck. Holy shit. Ja, geil. Oh mein Gott. Ich hatte keine Ahnung, was da einer steht. Archangel wird den Liberty Dome in 10 Minuten erfassen. Beeilung, Prophet. Wir brauchen hier unten mehr Männer. Die sind alle abgehauen. Alles feige Säcke. Konnte ja nicht an, dass hier einer steht. Doch, ich bin hier. Hallo. So, und jetzt den Rest. Komm mal her, du Sau, den packe ich mir. Hallo! Und tschüss! Der Ballon ist immer noch heiß. Der
Turm hat mehrere Flugabwehrsysteme, die den Luftraum sichern. Du musst sie deaktivieren. Over. Roger. Psycho, die Seth feuern nicht mehr. Was ist da los? Die Seth lassen vom Ziel ab. Keine Ahnung warum. Over. Schickes Teil. Schickes Teil. Ich habe aber sofort gesehen, dass ich das Visier ändern muss. Oh, wo sitzt der Affe? Ja, voll reinbratzen! Ungenau wie Sau, das Ding. Aber hey, diesen Tor. Nein, dein Arsch gehört mir! Zeig dir, wie das geht. Ach, von hinten kommen. Ja, das können die sehr allein halten. Das können die sehr gut. Dafür wurden die ausgebildet. Herkommen. Böse, böse, böse. Verstärkung wird überhaupt nicht mehr kommen. Okay. Hier lang ist gut, verflucht gut. Wow, fuck. Oh, Turret. Oh. Komm schon. Okay. Okay, ich kann sogar von hier hacken. Ohne dass es mich trifft. Okay, Turret ist auf unserer Seite. Spart uns einiges. Hier ist das Ding. Machen wir denn damit? Ich würde mal sagen, wir zerballern das Ding. Und zwar von hier. Wir stellen uns extra hier drauf. Oh, gut. Du hast mir meinen posenhaften, tollen Auftritt versaut. Posenhaft. Oh, gutes Wort. Fehlt mir gleich noch. Stellen uns hier drauf, reißen uns den Nano-Anzug runter und machen einen auf Rambo. Flieg in die Luft. Okay, du willst es nicht anders. Flugabwehr deaktiviert. Du kannst jetzt landen. Alles klar, dann geh jetzt zur Kontrollstation. Beeil dich. Der Lift müsste noch funktionieren. Over. Hoffe ich mal. Die Flugabwehr ist offline. Dann sitzen wir jetzt in der Scheiße. War aber nicht sehr gut verteidigt. Fuck. Wo sitzt du? Alter Schwede, von da hinten. Oder von da unten. Ruhig, Kollege. Okay, ab zum Kontrollraum. Ja, ich hab die schon gesehen. Archangel ist in 5 Minuten hier. Ah, es trifft mich nicht. Ah, goddammit. Der trifft mich schon nicht. Der wird mich nie treffen. Komm schon. Hell yeah. Natürlich, und das will doch jetzt killen. Okay, den da hinten. Ah, bist du schön abgelenkt, hä? Ja, fuck. Und wir sliden zum Sieg. Woo! Das sieht mir nach einem schicken Lift aus. Okay. Wir öffnen lieber mal die Tür. Aber wahrscheinlich nicht von hier. Da ist der Eingang. Ich will lieber actionhaft richtig schön oben draufstehen und runterfahren. Warum reingehen? Das ist so normal. Er ist fast da, Prophet. Beeilen Sie sich! Mach schon so schnell ich kann. Es sind noch ein paar Sekunden. 16, 15. Oh, da kann niemand zählen. Das kann die KI echt gut. Helfen Sie mir. Sie müssen auf das Terminal zugreifen. Zugriff. Notfallprotokolle initialisiert. Alle
verbliebenen Cell-Agenten in die unterirdische Quarantäneeinrichtung 5Y9 evakuieren. Bis auf gleich! Geladen. Etwa 5%. Gerade unter der Schwelle für eine Kettenreaktion mit der Self-Energie. Wir hatten Glück. Großes Glück. Das war alles. Projiziere Stufe 3 Simulation. Stufe 3. Ich brauchte sie alle, um aus meinem Zellgefängnis zu entkommen. Meine Kinder waren ohne Verstand, während ich schlief. Sie mussten nur noch Archangel für mich abschalten und dafür danke ich ihnen sehr. Was? Was reden Sie denn da? Rasch! Projiziere Stufe 3 Simulation. Die dritte und letzte Stufe. Der Strahl! Er lädt sich auf! Oh mein Gott! Das ist eine Einstein-Rosenbrücke. Ein verdammtes Wurmloch in die M33-Galaxie. Und es kommt irgendwas Großes durch. Als ich sie im Versteck nicht auswerten konnte, sagten sie, das läge daran, dass sie den Anzug entwickelt haben. Aber das war es nicht, oder? Wie lange machen sie das schon? Ihr Leben mit Nanotech verlängern? Mit Ceph-DNA? Wissen sie, was sie sind? Sie haben gegen den Schwarmverstand der Ceph gekämpft, genau wie ich. Aber sie haben verloren. Sie haben sie absorbiert. Und jetzt sind sie einer von ihnen. Shit, wir sind mittendrin! Komm schon! Das dürfte schwierig werden! Und wie? Was für ein Timing mit dem Jet! Prophet! Das müssen Sie sehen! Stufe 3 ist das finale und tödlichste Element der Kolonialisierungsstrategie der Ceph. Wenn man ihr entschlossen und beharrlich Widerstand leistet, öffnet eine Invasionsarmee der Ceph eine Einstein-Rosenbrücke in das Zentrum ihrer Heimatgalaxie. Von dort entsenden Ceph-Overhives ihre dafür vorgesehene Kriegerkaste, um jeglichen Widerstand zu brechen. Wir haben nur einen Bruchteil von dem gesehen, wozu die Ceph in der Lage sind. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. Der Alpha-Ceph wird den Strahl speisen, bis ihre gesamte Invasionsarmee durch ist. Wir müssen ihn abschalten. Claire! Claire! Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Aber man darf nicht vergessen, der Typ,
der uns gerade alle geröstet hat oder es versuchen wollte, ist immer noch ein Mensch. Die Kugeln hat er gut geschluckt.